willkommen zu einem neuen Video und heute spiele ich mit Keystraw. Mit den ultimativ aufgemalten Augenbrauen. Wir spielen ja, aber heute. Du. Wie hieß es nochmal? Inside Silence? Inside Silence. Nee. Und Sign of Silence. Sign of Silence. Und du hast mir das empfohlen. Wir können das zusammen spielen und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Moment mal, nein, du hast es mir empfohlen. Nein, du hast es mir empfohlen. Du hast es gezeigt und ich habe gesagt, ja gut, wenn du das spielen möchtest, Frau Knu, dann können wir das durchaus machen. Das ist eine Lüge! So war das. Du hast mir das. Ich hab den WhatsApp-Verlauf. Ich habe nur gesagt, ich kenne das Spiel bereits. Und du hast gesagt, ja, und das wurde mit Updates verfeinert, habe ich gehört. Okay. Also. Mit riesigen Pilzen jetzt. Dann erklär mal, was passiert dir denn so? Aber hallo. Also, ich habe es mal ganz am Anfang gespielt. Und es geht darum, dass man hier diese Pilze nascht und dann trippt man durch den Wald. Und man darf halt keinen Lärm machen dabei. Weil guck mal, unten siehst du so eine Anzeige. Ah, wenn du jetzt rennst, dann geht die hoch, ne? Genau, deswegen sollte ich kurz meine Cam auf die andere Seite packen. Übrigens sagen die Leute wieder ganz süß. Oh. Was war das denn? Da ist auf einmal ein Typ. Ganz süß, hallo. Hallo. Deswegen kommt gerne auf Twitch vorbei. Ja, stimmt, jetzt sieht man die Anzeige. Okay, und können wir auch schleichen oder so? Wir können schleichen, ja. Dann, hört dann man machen noch wir weniger. Nur einen Ausstoß da unten, ja. Okay. Auf einmal so eine Karte. Dann siehst du hier, ist jetzt noch nicht aufgedeckt, wir müssen die aufdecken. Da siehst du halt verschiedene Locations, die wir gleich erkunden werden. Mhm. Und auch ganz wichtig, wir müssen halt Objectives machen. Ja, man kann irgendwie mit einem Helikopter entkommen oder mit einem Lift oder gibt es mehrere Optionen. Okay. Und was greift uns hier an? Das wissen wir noch nicht. Okkulte Satanisten, Spinnenfrauen waren es damals, irgendwelche Geisterwesen, Zombies. Wendigos, also sie haben hier super viele Kreaturen. Das waren gefühlt 20.000 Monster. Okay. Also alles, was du dir ausdenken kannst, lebt hier in diesem Wald. Genau jetzt. Okay, geil. Fühl ich's. Das hört sich gut an. Also hier in dem Tümpel könnte rein theoretisch der Froschmann leben. Gibt's einen Froschmann? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich weiß nicht. Achso, ja, weil du meinst, es gibt alles. Ja, vielleicht gibt's auch den Froschmann. Der muss ja einen küssen, damit er zum Prinzen wird. Oh nein, danke. Oh, das riecht bestimmt nach Chicken. Sexismus kickt halt wieder, ne? Ich küsse den Mund, du den Arsch. Was? Ich soll den Arsch küssen? Ist es denn wenigstens ein hübscher Froschmann? Das weiß ich ja nicht. Ich bin ja aufgeschlossen für alles. Ich nicht. Rimmen, ja? Rimmen. Willst du Werbung haben? Nee, ne? Von? Ja, hässlichen Froschmenschen, ne? Mit ekligen Ärschen? Ja, weiß nicht. Wer das wieder hier rangelt von YouTube hört. So. Geschichte Danwills, 1 von 13. Mit den Zeilen dieser Seite beginnt eine neue journalistische Untersuchung. Ich werde eine Stadt namens Danville erkunden, die in den dichten Wäldern Massachusetts verborgen liegt. Seit dort mehrere Personen unter unerklärten Umständen verschwunden sind, ist der Ort von einer düsteren Stimmung durchdrungen. Informationen aus Massachusetts, Büchereien zufolge, war Danville mitten des vergangenen Jahrhunderts alles andere als eine Geisterstadt. Jetzt ist es beinahe zu einer geworden. Ja. Okay. Dein Ass soll so toll wiggeln. Lauf nochmal. Oh ja, stimmt. Oh ja, aber der wiggelt aber wirklich. Guck mal. Guck mal deiner. Oh, wow. Ja? Ey, du hast ja wirklich, was du auch anhast. Kannst du nach unten gucken? Kannst du an deine Beine so entlang gucken? Ja. Also du bist richtig tight. Echt? Ich seh's aber leider nicht. Also super sportlich. Geil. Boah, diese Geräusche sind so anstrengend. Guck mal, hier ist irgendwas drin. Könnt ihr was bewegen? Was ist das für ein Geräusch? Hast du gehört? Nee. Irgendwas hat eben gerade so gebrummelt. Nee, zum Glück nicht. Oh doch. Das ist? Irgendwas brummelt hier. Ich glaube, ich werde jetzt leise. Ein bisschen Angst. Oh, was, Stufe 2? Was bedeutet das? Warum? Oh nein, sind wir zu langsam? Oh, ich glaube, wir sind zu langsam. Ich glaube, es kommen mehr Monster. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen zu langsam. Wir haben ja gar keine Waffe, oder? Nee, aber es gab damals, glaube ich, sogar wirklich Waffen. Ich meine, es gab eine Waffe damals. Guck mal, da hinten ist jemand. Wer ist das? Oh, ich glaube, oh nein. Nein, da gehen wir nicht hin, lauf! Der ist böse. Der schmeißt irgendwas. Oh nein! Scheiße, wir haben noch gar nichts. Oh kack, der läuft ja richtig hinterher, ne? Der ist richtig. Oh, der hat mich tot geworfen. Oh mein Gott, ey, das fängt ja schon mal gut an, ey. Nein, Kies, lass mich nicht allein. Ist doch noch so schnell. Bro, ich bin 20 Sekunden wieder da. Ach so, gut, da vorne ist noch einer. Er hat ein Leben. Ey, ich glaube, an dem müssen wir uns vorbeischleichen. Ich glaube, wir spielen zu aggressiv. Auf du spielst zu aggressiv. Du musst dich hier im Dreck verstecken. Okay, mach ich kurz. Warte hier auf dich. Siehst du mich? Kann ich auch Licht ausmachen? Ja. Der hat dich jetzt einmal getroffen, oder was?
Ja, zweimal. Okay, ich bin wieder. Oh mein Gott, ich bin direkt neben ihm gespawnt. Oh nein, bring ihn bitte nicht mit. Nein, ich schleich, ich schleich. Der Monster Gatte. Kies, 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 sagt der Chat. Die Leute haben hier gerade so viele Subs dagelassen, dass ich eine Facecam anmachen muss morgen. Oder übermorgen. Oh, echt? Bist du live dabei? Ja. Am Mittwoch. Ja, gern. Kies, lauf einfach straight durch. Ja, Moment, der ist da hinten. Ich hab Angst. Ah, ist gut, dass du wieder spawnst. Das heißt, wenn einer überlebt, kann der andere immer wieder kommen, ne? Ja, weiß nicht. Da oben, guck mal, da ist doch so eine 1, was Leben angeht. Ja, die hab ich doch auch. Was ist, wenn die aber weggeht? Ich deutet irgendwie so, okay, da vorne steht wieder jemand. Guck mal auf der Karte, wo sind wir denn jetzt genau? Guck mal, da unten ist so eine Kirche. Lass mal zu der Kirche gehen. Siehst du die Kirche? Mhm. Da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin. Okay. Oder sollen wir noch den kleinen, die kleinen Ding da hier ab, das ein Zelt, weißt du? Wenn wir ja, okay, da gehen wir da hin. Aber da ist halt auch einer. Ich glaube, da gibt es halt was zum Einsammeln. Irgendwas liegt da, ja. Irgendwas liegt da rum. Sieht aus wie ein Feuerzeug oder so. Ich glaube, das ist ein bisschen wie bei Bigfoot, dass man das alles einsammeln muss. Oh mein Gott, hier ist Glas. Ist wieder eine Geschichte. Lies vor. Geschichte Danvilles 2. Die Erfahrung sagt mir, dass die Bewohner von Städten wie Danville äußerst fromm und abergläubig sind. Solche abgeschiedenen Gemeinden haben keinerlei Zugang zu Neuigkeiten aus der Welt da draußen. Sie leben alleine mit der wilden und unbarmherzigen Natur, werden sogar eins mit ihr. Die geschichtslosen Bergwälder hören auf, unpersönlich zu sein. Empfindsame Gemüter beginnen, ihnen menschlichen Eigenschaften zuzuschreiben. Die Kirche Dunwills ist der einzige Ort, den ich dort als heilig und gottnah beschreiben könnte. Okay, wenn du Tab drückst, siehst du unsere Sachen. Flucht mit dem Aufzug. Aufzug finden, Sicherung finden, 1 von 3. Sicherung in Sicherungskasten einsetzen, 0 von 3. Aufzug starten. Ah, okay. Okay, dann ist, glaube ich, das Flucht mit Aufzug am einfachsten, oder? Wahrscheinlich, also wenn wir den erstmal finden. Ne? Oder den Monolith in der Finsternis finden. Das sind auch ja, nur 2 Punkte. Da hinten ist auch irgendwas. Guck mal, Alter, die haben da hinten eine Basis. Siehst du das? Wir haben den Turm. Plötzlich The Forest. So wie die Kannibalen. Ja, nein, eine Basis. Lass mal hier lang latschen. Ich glaube, dass da irgendwas ist. Ja, aber guck mal, hier ist auch so ein. Hier geht's irgendwo. Aber hier hin. Ist eine hier Sackgasse, Church. Weißt du? Ja, gut. Da kann ja nur ich was vertrau liegen. Dir mal. Ja, vertrau mir. Oh mein Gott, hier raschelt alles. Ich hab voll Angst. Ich auch. Ich mach mal laut. Da singt was. Das alles voll heftig. Da singt was. Hörst du's? Oh, nee. Da steht doch eine Frau, oder? Mit langen Haaren. Ja. Oh, es ist gruselig. Ja. Oh nein, Achtung, wir wurden gesehen! Gut. Achtung, der schmeißt! Lauf! Lauf! In den Wald! In den Wald, in den Wald! Ach du Scheiße. Lauf! Lauf, ich seh nix! Kies, ich seh nix! Ich weiß nicht, ich dachte, hört auf, wenn wir so ein bisschen undercover gehen. Wir müssen uns verstecken in den Wäldern. Mach doch dein Licht aus! Mach dein Licht aus, Gnu! Versteck dich in den Wäldern! Ernsthaft? Oh no, da kommen Zombies! Gnu, renn! Renn lieber! Renn weiter, schnell! Ich bin tot, schon wieder. Okay, ich hab mich geopfert für dich. Okay, ich brauche jetzt wieder 20 Sekunden. Tut mir so leid. Du musst. Es tut mir so leid, es ist so gruselig, wie die hier im Wald singt, ne? Hört ihr das, ja, jetzt Leute? Jetzt höre ich's auch, ja, ich hör's. Kies. Gott, ich wahrscheinlich starte jetzt wieder direkt neben dem Dude. Warte, ich zeig mal der Community, wie die singt. Warte, ich schleiche mich rüber, der steht direkt neben mir. Stufe 3, was zur Hölle geht hier ab? Gnu, da ist irgend so eine Frau aus dem Boden geschossen. Oh mein Gott, ja! Die hat ihre Vagina auf dem Rücken. Nein, renn, Gnu, renn! Oh, ich bin schon wieder tot. Warum bringst du die ganze Zeit mit? Versteck dich. Hä? Kann halt die mich nicht in Ruhe lassen? Bleib da in deiner Ecke. Das ist Profi-Gameplay, Gnu. Oh mein Gott. Was passiert hier eigentlich? Wir haben noch nicht mal angefangen. Ich weiß nicht, aber wir kommen auch nicht voran. Du wärst kein guter Frauenarzt. Sie hat direkt Angst vor mir bekommen. Ah, da. Warte jetzt. Ich Vorsicht. Bin da, ich komm jetzt. Ich komm jetzt. Okay. Dann hier weiter.
Durch den Moor? Durch das Moor? Meine Community sagt, ich werde komplett aus dem Video zensiert, weil ich so versaut bin. Ja, wir machen einfach die tiefen Bässe, machen wir einfach weg. Wir werden rausgefiltert. Klinge ich dann wie so ein Charlie Brown Charakter. Oh, da ist wieder... Oh mein Gott! Holy shit! Nicht schießen, ich glaube, der ist harmlos. Der sucht nur Liebe. Oh Gott, aber wie verzweifelt! Ja, der mein ist schon lange Gott! Im Sumpf. Der ist schon sehr, sehr lange im Sumpf. Wie der auf mich zugerannt kam. Okay, dann gehen wir mal zur Kirche. Oder? Nächstes ja. Oder guck mal, über der Sawmill ist auch noch irgendwie so ein bisschen Dorf. Lass mal kurz da hingehen, weil das ist immer schneller und dann zur Kirche. Ja, dann, das ist jetzt der Weg hier. Entschuldigung, ich habe wieder voll geschrien. Ja, der wollte nur ein bisschen Liebe. Oh. Ah! Holy moly! Das hat's aber unspektakulär. Oh, weiß auch nicht. Fopp und ich glaube nicht, dass es nötig war. Das war überzogene Gewalt von dir, Knu, glaube ich. Nein, ich glaube nicht. Der ist nackt auf dich zugerannt und hat dich geschlagen. Ja, aber wie gesagt, er wollte nur Liebe. Er hat eher gestreichelt. Das war eher ein Streicheln, nee, aggressives. Aber er hat... Das war eher ein... Na, das war schon... Das war eher ein aggressives Streicheln, muss man fairerweise sagen. Aber der hatte sagen. Sehr lange Nägel, deswegen. Aber die waren sehr weich durch das Sumpfwasser. Isa, aufgeweichte Nägel. Okay, gehen wir zu den Dörfern, oder? Ja, wir gehen zu diesen komischen Dörfern da oben. Das ist die Dorfstraße. Wir haben jetzt halt keine Waffe, ne? Da vorne ist noch ein Zettel bei der alten, den ich noch nicht hab. Aber ich trau mich halt nicht an die ran. Aber ich schleich mich noch... Ich versuch's. Ja, okay, ich bleib hier. Da oben ist auch noch einer mit einer Leuchte, Vorsicht. Ich bleib hier, ich versteck mich hier. Achso, die steht da wirklich direkt, ne? Auf Adi! Den... Achtung, Vorsicht! Ihr Körper ist mega hot, aber ihr Gesicht ist echt übel. Au! Okay, bleib weg, renn weg, geh weg von dieser Frau. Passt schon, ich meine bin hier hinterm Baumstumpf. Ihr habt mich geknüppelt. Ich wollte einfach nur die Notiz. Weil ich muss 20 Sekunden durchhalten. Oh mein Gott! Ich bin da, ich hab die Notiz und hau wieder ab. Ecke weg! Lauf! Da vorne ist halt jetzt wieder so ein Dude. Oh mein Gott. Das geht gerade richtig ab, ne? Komische Ding. Das Spiel ist voll auf Terror ausgelegt. Ja. Was zum... Jetzt dreht die durch, die alte Spinnenfrau. Oh ich bin wieder tot. Oh mein Gott. Bleib hinten, bleib hinten. Ja. Wow. So gruselig, wie die da rumsteht und so rumwiggelt. Die singt dich richtig an. Ja, die brüllt mir voll ins Ohr. Ja, die singt dich richtig an und... Die will richtig mit ihrem... Mit ihrem... Die will mich irgendwie, ja, bezirzen. Mit ihrem Sirenengesang. Die will mit ihrem Body überzeugen. Okay, ich komm zu dir. Bleib, wo du bist. Okay, ich bleib, wo ich bin. Die singt wirklich nur dich an, ne? Mich ignoriert die komplett. Ja, weil ich ein Typ bin. Oh. Kam der Typ bei dir hier auch? Nee, noch kam gar nichts. Der steht bei mir gerade da und ist jetzt gegangen. Also hier oben sehe ich schon mal so ein paar... Keine Ahnung, ich glaube... Hütten oder so. Okay, da ist irgendwas da oben. Ja, die Community will, dass ich zu dir hingehe. Weißt du, warum? In der nächsten Stufe machen die Monster Lizenzmusik, schreibt der Chat. Und ziehen sie alle aus, damit wir es nicht hochladen. Ja. Stufe 10 ziehen sie sich aus. Okay, ich bin da. Alles klar. Die sehen uns halt von voll Weiten irgendwie immer, gell? Ja, hier oben steht halt einer jetzt auch auf so einem Turm. Warte mal, da vorne ist eine Leuchtpistole. Irgendjemand, irgendeine arme Sau hat seine Leuchtpistole im Wald verloren. Sehr gut, dann können wir den nämlich wegmachen und dann können wir, wo weißt du, dass es eine Leuchtpistole ist? Ich sehe die Schattierung. Ah ja, sehr gut. Eindeutig. Hab sie. Weil dann können wir nämlich den wegmachen und können alles in Ruhe anschauen. Das ist halt irgendwie so ein Camp von denen. Camp Kinderschreck. Ist das hier? Das hier? Ja, das könnte funktionieren. Oh, ich glaube, der hat dich gesehen. Au! Schmeißt. Ich muss warten. Hat er dich abgeworfen? Nö. Guck mal, ich kann die. Da oben ist auch irgendwas. Ich muss die Leiter benutzen, aber ich sehe ihn halt nicht. Ich habe Angst, dass ich daneben schieße. Weil du kannst sie ja nicht anvisieren. Soll ich ihn ablenken? Ich gehe hoch. Okay. Mach mal, ich gehe hoch. Dann. Vielleicht bin ich schnell genug. Dann schieße ich ihn. Ja, ist gut, der sieht dich eh nicht. Ja, baller ihn ab. Bam! Yes! Todesschuss. Nice Rü! Geil, jetzt können wir endlich schnell laufen hier. So, ist hier irgendwas? Kommen da irgendwie nicht so richtig hoch. Ja, das ist eine Kiste. Ja. Soll ich die aufmachen? Kommst du da ran? Ich bleib irgendwie... Ah, jetzt bin ich oben. Oh, das ist so ein Minigame.
Achtung. Ich hab's offen. Yes. Was ist da drin? Gar nichts. Geil, Mann. Oh, das ist ja unbefriedigend. Ja, wenn man richtig schuftet und dann nichts dafür bekommt. Das ist meine YouTube-Erfolgsstory. Hat geschuftet, nichts bekommen. Oh nein, stimmt doch gar nicht. Du bist doch voll erfolgreich. Ja doch, ja. Hast recht. Also Kisi finde ich schon, dich kennt doch jeder. Nee. Doch. Wirklich? Ja, guck klar. Mal, hier liegt ein Typ. Was ist das denn? Hier ist ein Ritter. Oder sowas. Ach nee, das ist der Typ von oben. Oder wie sieht der aus? Sieht aus wie so ein Ritter mit so einem... Das war das Dorf? Ah nee, es geht ja noch weit. Das war nur das Vordorf. Das Vordorf. Das war nur die Eingangshalle vom Dorf. Was ist hier weiter? Oh, Vorsicht, hab was von links gehört. Echt? Ja. Oh nein. Die wird jetzt immer näher bei uns spawnen, ne? Wenn die uns hat, sind wir dead. Ja, die ist richtig unangenehm. Vorsicht, wenn die dich nämlich sieht, die holt dich instant. Das ist, glaube ich, jetzt so der Schwierigkeitsgrad, dass die immer näher an uns ran spawnt. Wahrscheinlich, ja. Sie buddelt sich weg. Ja, sie ist weg. Oh nee, ich glaube, sie kommt wieder. Ja, ich renn zu dir. Okay. Ich zieh mal hier ein bisschen durch. Hier ist wieder eine Kiste. Geilo. Wahrscheinlich wieder leer. Nein, ich mach gerade das Zombie-Spiel. Oh, da läuft ein gruseliges Monster fast. Es ist eine Knarre drin. Cool. Das ist schon mal gut. Hast du genommen? Gut. Ja, ich besitze nun wieder einen Schuss in meinem Rohr. Sehr gut. Einmal kann ich Peng voll in die Fresse machen. Ein Schelm. Wer böse ist, denn komm, wir gehen hier lang. Aber hier geht's doch zum Dorf. Achso, okay. Hier oben sind diese komischen Hütten. Drüben? Oder drüben geht's aber auch irgendwo spannend. Ich höre irgendwas. Ja, Vorsicht, da läuft was. Ja, genau da. Das ist wieder so ein Sittenstrolch. Ich glaube, den kann man aber ignorieren. Ich glaube, der joggt einfach nur nackt durch den Wald. Das ist so ein Nudisten-Jogger. Da bin ich mir nicht so sicher. Doch, ich glaube, der ist cool. Mit dem kann man reden. Diese ganzen Geräusche, er kommt zurück. Ah, ja, die ignorieren. Musik! Was ist da oben? Irgendwas kann man da looten. Ich höre ganz viel Geräusche. Im Dorf gibt es eine Menge Kram. Oh, Vorsicht, hier sind so Ketten. Hier ist eine wiggelnde Toilette. Ist Blut an der Treppe. Hier ist eine wiggelnde Toilette. Du musst mit mir da reingehen. Warte, aber hier, guck mal, hier ist voll viel Zeug drin. Okay, hol das erstmal alles. Geh mal ins Main House. Ich höre irgendjemanden röcheln. Ja, den nackten Wanderer. Ich habe auch wieder eine Waffe. Okay, warte, hier ist ein Zettel. Nördlicher Wald 3 von 4. Eine Seite aus H. Blakes Tagebuch. Ich habe mich in einer verfallenen Frosthütte eingeschlossen. Nee, Frosthütte. Dieser Ausflug war ein schrecklicher Fehler. Niemals hätte ich auch nur in der Nähe dieser verdammten Waldes gehen sollen. Ich schreibe das mit zitternden Händen und kann nun mit absoluter Sicherheit sagen, dass die alten Erzählungen keine Erfindung sind. In der Dunkelheit gelang es mir, einen Hügel in der Mitte des Waldes zu erklimmen. Es konnte keinen Zweifel mehr geben. Jetzt konnte ich sehen, dass die Geschichten über das Waldmonster wahr waren. Eine Bestie, die Menschen in ihren Bau zerrte und sie dort auffrisst. Ich habe ihre teuflisches Versteck gefunden. Einen gewaltigen, vertrockneten Baum, so uralt, als stünde er seit Jahrtausenden hier. Seltsam verbogen und verzerrt mit einem massigen Stamm, stach er aus den anderen Bäumen hervor. In seinen Wurzeln konnte ich einen Riss sehen und in der Tiefe einen Bau. Aber es war nicht der Bau, der mich am meisten schaudern ließ. Okay. Also irgendwas ist da in der Mitte des Waldes. Irgend so ein Guck mal, die Flaschen können fliegen. Oh, guck mal hier, Benzin. Ja. Hast du es mitgenommen? Ja, oh, guck mal, die Flaschen können fliegen. Irgendjemand redet hier. Ich glaube, dass da irgendwas irgendwann auf dem Dachboden ist, ne? Glaubst du wirklich? Ich glaube, da ist was auf dem Dach. Das Dachmännchen? Oh ja, 100 Pro. Oh Gott, oh Gott. Was war das jetzt schon wieder? Oh, das ist wieder irgendwas der... Die Spinne. Irgendwas hat mich von hinten unsittlich berührt. Da ist oben was auf dem Dach. Ja, aber wollen wir wissen, was da oben ist? Ich weiß ja nicht. 100 Pro ist es da oben auf dem Dach. Ja, wir wissen, in der Mitte ist wohl ein uralter, trockener Baum mit einer Furche, wo man rein kann. Lass uns mal zur Toilette gehen. Geh mal nach rechts. Warte, Vorsicht. Irgendwas ist, ja, irgendwas lungert da. Geh mal nach rechts auf, genau, weiter hinter das Haus. Hier kann man irgendwas holen. Na, hier war noch irgendwas. Beim Klo. Geh mal, mach mal da auf. Ja. Mach du doch auf, und ich? Weil ich das geht ja von alleine auf. Deswegen, da ist irgendwas, mach du auf. Ja. Ist gar nichts. Ih, guck da mal rein. Hat jemand aber echt einen fiesen Dünsch gehabt. Richtiger Blutdünsch. Okay, da ist nix.
Aber da oben ist doch irgendwas auf dem Dach, oder? Hat irgendjemand Sauerkraut mit Legosteinen gegessen zum Frühstück. Das tat bestimmt weh. Der Typ hat uns wieder gesagt, wo wir hin müssen. Ich würde sagen, was hat er denn gesagt? Ich hab nicht zugehört. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den Weg da lang, der neben dem Dorf weitergeht, oder? Ja, wir umrunden jetzt einfach mal diesen Hügel. Da ist ja so ein Berg. Oder See. Vorsicht, oder da was kommt der nackte Jogger zurück. Aber was sind das für komische Geräusche? Oder ist es unterm Haus, das Ding? Ich weiß nicht, ich will's. Da oben, nee, da steht eine Alte. Guck mal, oben auf dem Dach. Siehst du die? Ach ja, ich glaube, die sollte da gar nicht sein, oder? Was ist das denn? Das ist irgend so eine Vogelfrau. Guck mal. Ist gruselig. Ich kann ja mal in den Rock gucken und da hat sie Vogelstelzen. Okay, wir lassen die da mal. Wir lassen die einfach mal da oben Vogelfrau sein, ja. Ach so, wie gruselig, ey. Oh Gott, die dreht sich auch zu uns um. Oh mein Gott, fuck. Was? Okay, lauf. Lol. Lauf. Oh mein Gott, das hat die aber. Furchtbar. Oh mein Gott, das hat die richtig Lärm gemacht. Komm mal hier hoch, Kies. Hier hoch. Das war eine Hütte, ja. Ey, so eine Saune, das sieht uns nämlich jeder. Und hört uns jeder. Oh, hier geht's ja richtig ab. Oh mein ab. Gott, hier gibt's ja richtig Zeug, geht ja richtig die Party ab. Nimm alles mit. Guck mal, hier eine Sicherung. Geil. Jetzt ist ja eigentlich voll gut dabei. Ja. Ja, irgendwie kann man das aufmachen. Hier ist auch wieder, jetzt darfst du mal eine Notiz lesen. Nein. Soll ich die auch wieder vorlesen? Ja. Nördlicher Wald 4 von 4. Ja. Mit meiner Taschenlampe leuchte ich tief in den Bau hinein und meinte, einen menschlichen Umriss erkennen zu können. Ich ging näher an den Bau heran und spähte hinein. Nur mit Mühe konnte ich einen Schrei unterdrücken. Das rettete mir das Leben. Was ich dort sah, daran war nichts Menschliches. Nein, nein, nein. Dieses Monster war die Lendenfurcht, was? Die Lendenfrucht eines abscheulichen Erzeugers. Bleich, spinnenartig, wie von innen nach außen gekehrt, war es damit beschäftigt, etwas zu fressen. Ich wollte nicht wissen, was. Wenn jemand das hier liest, ich bin wahrscheinlich noch am Leben. Denkt daran, dass es auf sein Gehör angewiesen ist. Okay. Okay. Irgend so eine Furche. Das heißt, es kommt ein neues Monster hier irgendwo, ne? Keine Ahnung, irgendwas in der Mitte. Also diese Notizen kündigen uns ja eigentlich schon noch immer die Gegner an, die da sind. Wir müssen halt so ins Zentralgebiet irgendwie rein. Ja, oh Gott, Vorsicht, oh Gott, ab ins Haus, die Tante. Ich bin in Sicherheit, alles gut. Ja, du bist, okay. Ich beobachte sie. Ist sie das nicht? Ich meine spinnenartig, mit innen nach außen, weil sie hat ja auch irgendwie einen Rücken. Mit einem Brustkorb irgendwie, der da rausragt. Ja, das könnte sie sehr gut sein. Ja, schon wieder? Die spawnen zweimal. Ich hoffe, das Spiel speichert irgendwie. Ich will nicht sterben, wir sind so gut dabei. Ich glaube, das speichert nicht, nee. Ich glaube, wenn du tot bist, ist es over. Aber ist wir der sind, Reiz doch, des Spiels. Sind doch gut dabei, oder? Wir sind gut dabei, ja. Wir machen das echt wie Profis. Der Chat sagt auch, Wahnsinn. Voll, voll geil. Ja, doch, sagt er wirklich. Echt? Ja. Sagt es meiner auch? Nee. Die sind total fast. Guck mal, habe ich jetzt. Ich habe zwei Schuss. Geil! Voila! Jetzt können wir ja richtig hier ballern. Cool. Ja, die schreiben auch alle Wahnsinn. Wie kommt denn das eigentlich? Ich schieße einfach einen daneben, damit es aufregender bleibt. Zwei Schuss, das finde ich jetzt schon fast zu stark wieder. Nein, hör auf. Ist doch toll. Du machst Lärm. Ja klar, hier ist ja auch Laub. Das ist aber echt eine gute Taktik. Du rennst vorn, ich bin so ein bisschen weiter hinten. Genau, ich spiele Opferlamm, Operation menschliches Schild und du genau, bist weiter. Genau, ich bin so hinten und schau zu. Der Promi wird geschützt. Gefällt. Es geht nach Erfolg, wer mehr Abos Nein, hat, Nein, Blödsinn. Da hinten läuft was. Ja, ich habe ihn erschossen. Ja gut. Haben wir weniger Stress hier. Sehr gut. Ist doch gut, da haben wir weniger Stress. Können wir in Ruhe alles erkunden. Ach, guck mal, wir sind so toll, sagen die. Schaut mal, wie die uns lieben. Wahnsinn. Ja, ich finde das so im Stream. Ich habe noch eine Sicherung. Oh, geil. Ich finde das so im Stream fühlt man sich immer richtig gut. Da kommst du online und wirst erstmal so von allen gepudert, bejubelt. Die sagen, wie toll du bist. Und dann denkst du dir so, oh, ich habe Selbstvertrauen überhaupt. Also bei mir kommt immer ein Moderator, so ein Frecher rein und sagt, ach nee, jetzt schon wieder der. Ja. Ist ja, ja geil. So läuft's bei mir. Kannst du bitte weniger streamen? Danke. Oh, Vögel. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Motivation im Chat, dass wir hier das schaffen. Ich
Ich freue mich übrigens auf das Game, was wir danach spielen. Das war, jetzt streiten ja sich sogar die Moderatoren, wer es sagt. Oh, verrückt. Sagen sie es künftig alle. Das Spiel, das wir nachher spielen, ist auch, glaube ich, ähnlich wie Phasmophobia, aber hat ja eine ausgezeichnete Bewertung, gell? Das soll richtig, ja, oder die Community lügt. Oh, guck mal hier, Dunwill. Geh mal auf die Karte, wir haben Dunwill entdeckt. Nee, ich noch nicht. Echt nicht? Nee. Lauf da ein Stück nach vorne. Wie gruselig die da steht, ich finde es irgendwie süß mit ihren leuchtenden Äuglein. Magst du die? Ich finde die süß, ja. Also du kannst dir mit ihr schon durchaus was vorstellen. Oh mein Gott. Boah, die ist irgendwo da oben, in Bäumen. Oh, lecko mio. Okay, ich bin in Sicherheit, du kannst gehen. Jetzt da an der Seite, ja, da müssen wir irgendwie uns rumschlawinern. Nee, auf Steam war... Die startet mich wieder an, ne? Voll süß. Auf Steam war das Spiel gut bewertet. Das stimmt, ja. Aber vielleicht lügt auch die Steam-Community. Na, das glaube ich nicht. Den Typen, der heißt Kyle, der das Spiel gemacht hat, den kenne ich nicht persönlich so, aber der hat mir damals einen Key gegeben, bevor das überhaupt auf Steam cool gekommen ist. Hast du schon gespielt? Bitte lieber Keys. Ich habe es mal angezockt, aber es ist jetzt auch wieder ein völlig anderes Spiel. Okay, geil. Das ist auch nur ein Mensch, der das entwickelt hat. Nice. Der hat gesagt, bitte lieber Keys, du bist auch ein Phasmo-Profi, schau dir doch mal bitte mein Spiel an. Ach, süß. Okay, cool, wir haben es langsam echt raus. So, Danwill, jetzt sehe ich es auch. Da brauchen wir, glaube ich, aber wirklich unsere Munition. Da müssen wir halt richtig auch durch jetzt, ne? Ja, aber ich glaube, da finden wir einiges. Ich habe aber auch nur noch einen Schuss, weil ich habe ja so einen Kuttendude. Ich habe auch einen. Alles okay. Zusammen mit zwei, siehst du. Wer schreit da? Das ist doch schöner Gesang. Hörst du diese Schritte? Ja. Oh, oh, das ist wahrscheinlich wieder so einer auf Stelzen, glaube ich. Ja, ja. Ob wir den abshooten können? Ich glaube schon. Da hinten ist er doch, oder? Ja. Da links von dir oben. Siehst du es? Da steht er. Ja, ja. Der macht immer so ganz merkwürdig eine Bewegung. Weißt du, er reißt den Kopf so nach hinten, macht den Mund auf. Och, nö! Oh mein Gott. Oh nein, die Lady! Oh no. Ich bin tot. Oh no, zu laut. Oh, oh, geh undercover, geh undercover. Ich kann nicht, ich muss gerade... Oh Gott, scheiße. Ah! Nein! Nein! Du darfst jetzt nicht sterben. Ich bin noch 20 Sekunden. Ich weiß. Versteck dich da irgendwo in die Kante oder so. Ja, hier, einfach cool bleiben. Bleib einfach hier, bis ich wieder da bin. Oh mein Gott, wie konnte ich das schaffen? Oh Gott. Oh Gott. Wir dürfen uns nicht so viel loben, ne? Nee, das bringt Unglück. Das Spiel dachte sich gerade, ey, die zwei sind so arrogant. Ja, dem gebe ich jetzt. Hey, warte, warte, warte. Ich sehe dich da hinten. Ich komme jetzt vorsichtig zu dir. Schon gruselig gemacht. Oh nein, oh nein, der brüllt schon wieder. Oh, die kommt schon wieder, Vorsicht. Ja, ich glaube... Okay, sie hat mich noch nicht gesehen. Ich bin noch undercover. Ey, der Dude ist richtig aggressiv. Also sie kommt, ich bin tot. Nö, sie guckt mich nur an. Lauf, 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 nein, du kannst hier kommen. Oh nein. Jetzt hat sie mich, nein. Bleib okay, da in der Ecke. Bleib hier, ich ja. Bin immer ein Stück weiter oben, jetzt okay. Müsste der mich nicht mehr sehen. Die sieht richtig widerlich aus. Oh Gott, richtige ich ist direkt hinter mir. Alles gut. Walla Krise. Ja. Wie soll ich da nur liegen? Mir geht's auch nicht so gut. Ich brauche eine antibakterielle Salbe. Ich glaube auch. Meine Wunde, die mandelt schon so ein bisschen. Oh. Guck mal, das sieht aber eigentlich aus wie so ein richtig nettes kleines Dörfchen, oder? Ja. Wenn es also nicht die Riesenmonster wären, würde ich mir da was holen. Wir haben es geschafft. Oh, da vorne ist schon wieder die alte Sängerin. Wo? Die alte ja, hier direkt. Oh, da, hier. Stimmt. Ich schieße jetzt gleich nicht. Nein, 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 nein. Lass uns den Schuss aufbewahren. Ja, aber. Schaffst du, guck mal, probier's mal. Ja, gut, dann gehen wir hier irgendwie so rum. Okay, ich gehe so ganz tight kann es sein, am dass man die einfach entlang. Nicht anschauen darf. Das kann sein. Leider kein Experte für nackte Opernsängerin. Wie du sie ja, einfach meidest, weißt du, so wie... Du musst hinschauen, du darfst nicht. Das ist irgendwie so ein verrücktes Fangirl. Okay, die hat uns ja eh gesehen. Das heißt, bei der muss man auch nicht leise oder laut sein. Gut, wir sind aber noch nicht wirklich in der City. Guck mal, wir sind jetzt an so... Guck mal, das ist sogar noch Royce Farm. Scheinbar kann das nicht geöffnet werden, ne? Nee, wir sind auch nicht so richtig in der Stadt drin. Wir sind nur so in den ersten paar Häuschen. Wieder das sogenannte Vordorf. Da ist sie wieder. Vordorf, ja. Okay, ich glaube, dass wir dann hier runter müssen. Ja, wir müssen jetzt hier so geradeaus. Müssen wir hier runter? Ah, nee, da ist Royce Farm. Nee, das ist Royce Farm. Wir müssen hoch irgendwie. Aber können wir nicht an ihr nochmal vorbeigehen? Nee, guck mal, hier müssen wir lang. Die Straße ist schon richtig, nur hoch.
Ah, da waren noch diese ganzen Monster, oder? Ja, aber da müssen wir hin. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Jetzt musst du mutig sein. Okay. Du musst jetzt Stärke beweisen, Knu. Du musst über dich hinauswachsen. Ist langsam ein bisschen gruselig. Da vorne ist wieder so ein Puttenboy. Ja, ich seh's. Ich werde den abstuten, ja? Ja, weil der stürzt. Oder ist noch einer? Oh nein. Können wir die nicht meiden? Ich renn auf ihn zu und mach BAM! Was? Der hat meine Kugel einfach gefressen. Bad News. Oh no, echt? Ja. Ich renn gerade weg. Oh fuck. Hier ist eine Hütte. Der Sack. Oh, ich bin tot. Oh, überlebe bitte. Ich versuch's. Er hat dich nicht gesehen. Ich bleib einfach jetzt hier bei der Hütte. Die Leiste unten links ist den Sound, den wir machen. Boah, hier ist auch noch irgendwo so ein Monster, was rumläuft, ne? Hier geht halt echt die Post. Hast du ihn erschossen? Nee, ne? Nee, der trifft leider zu gut. Der hat Aimbot an. Nee, die treffen übelst gut. Oh, was ist? Okay. Okay, ist nur die. Nein, da kommt ein nackter Jogger. Ich lebe. Es wird eng. Okay. Ich bin hier umzingelt von nackten Verrückten. Okay. Geht's echt ab. Wow. Ja, jetzt geht's richtig. Jetzt wird's richtig heavy. Alter, hier joggen die Viecher rum. Hart unangenehm. Okay, ich bin jetzt. Da ist halt dieser. Wir müssen halt diesen Kuttenonkel müssen wir erschießen. Das sind irgendwie. Halt zwei, oder einer. Ne? Ja, wir müssen wahrscheinlich da hoch. Ich versuch mal so von der Seite. Bleib du mal in Sicherheit. Ich versuch mal von der Seite. Irgendwie da hoch. Vielleicht finde ich hier irgendwo noch eine Flare Gun. Weil ich habe jetzt wirklich keinen Schuss mehr. Ich habe nur noch so eine normale Flare, aber ich weiß nicht. Soll ich ihn von hinten abknallen? Aber nur, wenn du halt wirklich 100% triffst. Weil hier oben ist. Ich bin schon beim zweiten. Hier oben ist der zweite jetzt. Also, dann mach du zuerst. Wenn du jetzt sagst, ich kann den abschuten, dann shoot ihn. Also, ich glaube, ich kann jetzt abhauen, ohne dass er mich sieht. Dann mache ich das jetzt. Ich bin super vorsichtig, weil der eine, der leuchtet hier schon so in meine Richtung. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, den einen können wir meiden. Der läuft komplett runter. Lass uns den ignorieren. Ich komme zu dir jetzt. Da kommt jetzt wieder hoch. Und in meine Ecke, das ist meine Sicherheitsecke. Onkel Kies Sicherheitsecke. Okay, ich bin jetzt da, weil den einen konnte ich jetzt ignorieren, das ist gut. Dann machen wir den oben platt. Weil der andere läuft so weit runter. Da ist auch eine leuchtende Hütte. Oh, was ist das? Ja, da war ich schon drin in der Hütte. Da ist nichts, okay. Da ist nichts, nee. So, wo ist der jetzt? Da bin ich, ne? Oh, da läuft ein nackter Jogger hinter dir vorbei, Vorsicht. Der Jogger ist nicht so schlimm. Oben da ist irgendwo noch einer mit einer. Ich geh jetzt mal ein bisschen hoch. Ich hab hier niemanden. Okay, hier hinten ist der Jogger. Achtung, hier hinten ist der Jogger. Der joggt aber weg. Okay. Ich denke, wir müssen da zu diesem großen Gebäude in der City. Okay. Oh, hier ist so eine Hütte. Kann man da rein? Nee. Nee, ist auch fake. Da ist nix. Hier gibt's ja fast gar nichts. Ich dachte, da kann man überall rein. Ja, aber da vorne ist wieder Licht. Ich glaube, da gibt's dann was. Aber Vorsicht. Okay, hier wandert einer. Soll ich den erschießen? Ich weiß noch nicht. Noch sieht er uns nicht. Guck mal, da vorne ist ein alter Camper. Siehst du den? Wo? Alten Wohnwagen. Achtung, er kommt. Oh, hinter uns! Oh, lass ihn joggen. Lass den Jogger ziehen. Der hat uns halt einfach nicht gesehen, ne? Ich glaube, die sind auch nicht so schlimm, die Jogger. Kann es sein, dass der uns gar nicht sieht, sondern nur hört, der Jogger? Kann auch sein. Weil da stand doch irgendwas, dass einer uns, dass nur sein Gehör das Wichtigste ist für ihn. Es kann sein, dass der auch nur hört. Aber die mit der Leuchte, die sehen definitiv. Soll ich die mit der Leuchte einfach abknallen? Der wird uns noch nerven. Weiß nicht, ich versuche jetzt mal rüber zu gehen. Wir heben es uns auf. Ja, aber dann geh wirklich nah ran, weil ja, das Ding hat keine Reichweite. Obwohl, er geht weg. Dann lass ihn uns doch ignorieren. Wir versuchen es noch. Ja. Guck mal, da gibt's was. Also du siehst auch immer an diesen weißen Punkten. Achtung, da ist die Tuse. Ich gehe ins Gebäude rein. Ich glaube, ins Gebäude kommst du nicht. Bin im Gebäude drin. Boah, da hinten gibt's anscheinend richtig viel Loot. Ich stell mal vor, das hätte noch Spracherkennung. Das wäre richtig mies. Boah, das wäre brutal. Ich bin oben jetzt drin, aber da ist bis jetzt gar nichts. Ne, hier ist nichts in dem Gebäude. Okay.
Im hinteren Gebäude scheint dein Kram zu sein. Boah, es wird langsam echt intens hier. Ja, es wird immer ungemütlicher. Hier ist auf jeden Fall noch was im Haus. Kommt man da irgendwie rein? Nee. Oh, da auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt aber echt auf jeden Fall irgendwie reinkommen. Ja, wenn du diese Punkte siehst, dann kommst du auch irgendwie rein. Ich bin jetzt bei diesem alten Camper. Kann man da rein? Nee, der ist auch fake. Hier, glaube ich. Schade. Wo ich bin. Ja, das Haus muss man irgendwie... Ja, und hier hat's noch, da kann man irgendwie rein. Da ist auch irgendwie eine Leiter. Da geht's oben auf dem Camper drauf, aber... In dem Gebäude war ich ja eben drin. Hier kann ich ja durchs Fenster? Ach so. Also da habe ich jetzt nichts gefunden. Okay, weil da muss man auch irgendwie reinkommen, in dem Haus hier, genau. Hier, ja, die rote Tür. Ja, super, da bin ich ja voll vorbeigelaufen. Okay, hier ist die Kiste. Okay. Ist offen, ich glaube, da ist ein Schuss drin. Hä? Das wäre episch. Doch, hab ich. Geil. Ich hab einen Schuss. Das war's. Hier muss noch irgendwas geben, wo uns weiterhilft, unsere Mission zu machen. Guck mal, wir haben jetzt... Bis jetzt haben wir Kraftstoff... Also Funkturm haben wir Kraftstoff, Sicherung 2, Generator betanken, Funkturm finden. Okay, wir könnten... Rein theoretisch könnten wir einen Funkturm. Wenn wir den finden, können wir entkommen. Das wäre geil. Aber den müssen wir dann einfach auf der Map finden. Wir müssen ihn nur betanken. Ja, vielleicht bei Roy's Farm irgendwie da. Und guck mal, wenn du auf die Karte gehst... Bei diesem großen Ding scheint ein See zu sein. Da ist wahrscheinlich ein Bootssteg da. Ja, 100 Pro irgendwo da. Aber die Frage ist, wir haben ja jetzt sicherlich noch nicht alles durchsucht. Nee, wahrscheinlich noch nicht. Da oben ist wieder so eine Oma auf Stelzen. Und in dem Van ist auch nichts, ne? Mhm. Guck mal, wenn man hier lang geht, da waren wir auch noch nicht. Das ist jetzt auf der Karte so ein etwas größeres Gebäude. Das könnte so ein Gemeindehaus oder sowas sein. Ja, lass doch mal lang düsen. Also die Häuser haben wir alle durch, ne? Ja, da habe ich jetzt nichts gesehen. Okay, da kreischt wieder eine. Hier sinkt wieder eine. Hier kann man wieder rein. Oh, 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 Vorsicht, da ist was im Haus. Achtung, da ist ein Jogger im Haus. Was? Achtung. Er ist weg, oder? Nee, der hängt hier in der Tür. Was, wo? Moment, ich kann hier einen Schrank öffnen, ich muss nur so ein Minispiel machen. Vorsicht, die läuft hier wieder rum. Bei mir hängt der Jogger in der Tür. Echt? Ja. Ich höre ihn da nur, aber das wäre ja eigentlich unser Glückstreffer, wenn der da einfach hängen bleibt. Guck mal, da ist der Jogger. Ich habe nochmal eine Fackel gefunden. Ich frage mich halt, für was sind die Fackeln gut? Einfach nur um zu leuchten oder kann ich damit auch jemanden verbrennen oder... Da vorne ist noch ein Schrank, den man öffnen kann. Hoch geht's nicht. Moment. Mach den Schrank auf. Was ist das? Ich habe eine Sicherung gefunden, eine weitere. Geil, hier ist auch noch eine Tür. Kann nicht geöffnet werden. Ach, oh mein Gott, direkt da vorne steht hier. Oh Gott. Bah, was war das? Bist du tot? Nein, ist nur die Tante, die Renn, das hat. Ist die Alte. Ja. Tut mir nichts. Ich bin raus. Ich bin oh Gott. Oh Gott. Das ist ja gemein. Ich stand direkt vor der Tür. Okay, da oben ist jetzt eine Kirche oder sowas. Ich bin draußen, guck mal da. Ja, oder was ist das? Irgendwie. Nee, ein Farmhaus, ein großes. Ich wette, da müssen wir hin. Aber ich guck mal, ob das hier geht. Ja, das geht auch. Okay, geil. Da kann man auch rein. Ich komm mit. Oh Gott, erstmal Tür zu. Oh Gott, ist ja ein Roman. Lies, ich glaube, das ist wichtig, wenn man dann Geschichte weiß. Geschichte Dunwills. Um ehrlich zu sein, hat mich die Angelegenheit anfangs ziemlich durcheinander gebracht. Die vermissten Fälle in Dunwill schienen ein Haufen zusammenhängender Geschichten zu sein. In den Minen verschollene Arbeiter ließen sich nur schwer mit auf Waldweg verschwundenen Touristen in Verbindung bringen. Die Bezirkspolizisten wussten nicht weiter, die Suchaktionen brachten keine Ergebnisse. Alles begann, nachdem eine bankrotte Firma die örtlichen Minen geschlossen hatte. Die Stilllegung hatte illegale Erzabbau durch die Bevölkerung zufolge. Die Leute reden jetzt über eine Präsenz, die vorher nicht da war. Der Pastor erwähnte, dass er eine Menge Beschwerden von
abergläubischen Einwohnern erhalten und Gesuche, die Mine zu weihen. Nachts plagen Albträume diesen armen, empfänglichen Geister, deren Verstand solch harte Schläge einstecken mussten. Werden sie aber nach der Art dieser Albträume gefragt, haben sie plötzlich einen Knoten in der Zunge. Zudem beschreibt der Pastor ein Gefühl des Schreckens, welches sich außerhalb der Mine ausgebreitet hat. Die Leute fangen an, durchzudrehen, sind von einer allgegenwärtigen Gefahr überzeugt. All das führt zu einem Massaker durch drei Stadtbewohner. Eines Nachts beförderten sie 8 Menschen ins Jenseits und danach sich selbst. In die Haut der Täter waren unbekannte Symbole eingeritzt. Für mich zählen sie zu den Symbolen, die von den Stämmen verwendet wurden. Ups. Oh nein, ich habe geschossen beim Weglegen. Oh. Ich habe noch 2 Schüsse, alles gut. Hier ist noch ein Text und ich habe noch eine Sicherung gefunden. Das heißt, wir haben alle Sicherungen. Sprouter, 3 von 4. Ich leide häufig unter verstörenden Träumen. Anfangs habe ich sie einfach ignoriert, aber jetzt lassen mich die Albträume jede Nacht aufwachen. Der pure Schrecken überwältigt mich. Ich kann die Anwesenheit von irgendjemandem spüren und seine bösen Augen sind auf mich gerichtet. Und da ist noch ein Text neben dir. Noch was, oh Gott, Romane. Sprouter, 4 von 4. Mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und habe die Schlösser überprüft. Vom Fenster im ersten Stock habe ich wieder diese verfluchte Gestalt gesehen. Sie sah wie Menschen aus, doch waren sie unnatürlich dünn und krumm. Irgendetwas Absonderliches schien auf ihren Körpern zu ragen. Etwas wie Zweige oder Äste. Dort unten zwischen den Bäumen waren sie. In der Dunkelheit konnte man sie kaum erkennen. Aber von diesem Moment an wusste ich, dass ich nicht länger hier bleiben kann. Und oben ist auch noch ein Text. Oben ist auch noch ein Text. Lesestunde mit Gies. Hier. Warte mal, hier. 1 von 4. Als ich heute Nacht zum Fenster im 2. Stock ging, bemerkte ich, wie sich in dem Busch hinter dem Haus etwas bewegte. Ich schaute in die Dunkelheit, konnte aber nicht erkennen, ob sich die Zweige am Zaun bewegten oder ob es sich um ein menschenähnliches Wesen mit Zweigen auf dem Kopf handelte. Wahrscheinlich war es nur meine Einbildung. Als ich in den Garten ging, konnte ich dort nichts finden, außer den großen Zweigen der Büsche, wie sie in der Dämmerung raschelten. Okay. Dann, guck mal, wir haben jetzt schon einiges. Ich habe jetzt auch die Sicherung gefunden. Das heißt, Aufzug finden, Sicherung in Sicherungskasten einsetzen, Aufzug starten. Wir könnten, wenn wir ins Startgebiet zurückgehen, wahrscheinlich auch entkommen, da bei dem Auto, ne? Oder, weil da steht ja Cargo-Lift. Und hier steht ja Flucht mit dem Aufzug. Wird es dann der Cargo-Lift sein? Das weiß ich nicht. Es meinte jemand, wir müssen auch noch irgendwelche Zettel finden, um den überhaupt zu bedienen. Ich würde aber sagen, wir machen die Stadt noch weiter, weil dann finden wir am Ende noch ein bisschen mehr. Wir müssen jetzt eigentlich noch zu Royce Farm. Wir sind da gerade noch in Danville. Ja, machen wir Danville fertig. Wir müssen aber auch noch zu dieser Scheune da drüben. Genau, da drüben Danville machen wir hier alles fertig und dann gehen wir zu der Farm. Wir sind ein gutes Team. Da ist ein Pferd. Das macht Lärm. Ja, es macht richtig Lärm. Kann man das irgendwie verprügeln? Oh nein. Bitte Pferd, halt doch die Schnauze. Kannst du es... Gott, schnell. Was soll ich machen? Lauf einfach weiter. Nein, lauf weiter. Drosseln? Hier oben gibt es auch noch ganz schön viele Punkte. Mach mal, hier ist auch noch was. Hier ist eine Kiste. Ah, ist aber wieder nur eine Fackel drin. Wäre geil, wenn die Fackel Munition wäre oder so. Dann wäre es richtig nice. Ja, hier ist sonst nichts. Wo bist du? Hier oben, weil da ist noch was. Waren wir in dem Haus hier gerade? Ich gehe jetzt in diese große Scheune rein. Ich weiß nicht. Bin jetzt auf dem Weg in die große Scheune. Hier ist noch ein Text. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe... Ja, 2 Flareguns. Nee, 2... Oh, nur 2 Fackeln. Oh Mann, ich habe so viele Fackeln. Dann musst du den Text vorlesen, Knu. Ich guck gerade mal, ob ich hier vielleicht rein kann. Ich kann hochklettern bei der Scheune. Kann man da speichern? Nee, das ist auch wieder so ein... Alles in einem Zug, musst du mal... Ach, das ist zu dämlich mit dem Klettern. Okay, ich ignoriere den einen Text mal, weil das mir zu dangerous, weil da direkt der Typ chillt. Oh, hier oben gibt's richtig viel Zeug auf der alten Scheune. Das heißt, ich komme zu dir, oder? Warte mal, hier ist eine Sicherung, noch eine. Dann sind hier Schubladen. Nichts drin, dann ist hier noch ein Zettel. Geschichte Dunwills. Ich bin nun seit mehreren Wochen in Dunville. Als ich hierher gezogen bin, hat mich der gute Zustand der Stadt überrascht. Die Beschreibung hatte bei mir den Eindruck erweckt, dass es sich um eine Geisterstadt handelt. So wie die aus dem Goldrausch von Kalifornien. Aber ich habe mich geirrt.
Die Einwohner sind arm, das stimmt, aber sie schaffen es, die Stadt in ihrem ursprünglichen Zustand zu erhalten. Gestern Nacht habe ich in Dunville eine Frau schreien gehört. Ich bin da nach draußen gegangen und habe erfahren, dass ein Kind vermisst wird. Laut der Mutter war ihre kleine Tochter im Garten hinter dem Haus. Die Frau ließ das Kind für einen Moment alleine, aber als sie zurückkam, war das Mädchen verschwunden. Die Leute scheinen aufgeschreckt zu sein. Die Erwachsenen haben sich aufgemacht, das Mädchen in der Stadt und in der Umgebung der Wälder zu suchen. Einige von ihnen haben bereits vermutet, dass sie das Kind niemals finden werden. Bislang hat alle Vermissten aus Dunville ein schlimmes Schicksal ereilt. An diesem Tag habe ich wieder mit dem Trinken angefangen. Cool. Schön, ist doch nett. Jetzt ist der Mann wieder am Saufen. Oh Gott, das okay, ist was ganz Gruseliges. Peace, I need you. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Und das Maisfeld gefällt mir auch nicht. Da sitzt was Gruseliges. Ein Monster im Mais. Ich weiß nicht, ob das ein hat. Wurde irgendwas über ein neues Monster gesagt? Na, nee, nur. Oh nein, ich werde abgeworfen von einem Dude. Ich werde bedrängt. Von einem Schmeißmann. Okay, lauf. Ich weiß nicht, der kriegt mich, glaube ich. Der hat halt wirklich ein Aimbot aktiviert. Was sitzt denn da? Da sitzt doch irgendein Kollege auf dem Schaukelstuhl. Gut, du hast ihn abgewehrt. Deswegen, ist es jemand, der irgendwie aufsteht oder so? Nee. Oh mein Gott, guck dir mal, wie der auszieht. Ach du Scheiße. Der ist richtig abgekaut. Küss ihr, yeah, aber wenn wir jetzt hier geradeaus. Guck mal, wenn ich jetzt hier geradeaus laufe, komme ich zum Bootssteg. Okay, ich komm mit. Aber glaubst du, haben wir alles in zur Farm? Müssen wir auch noch, ne? Wir entfernen uns gerade von der Farm. Ja, aber wir können ja auch am Wasser entlang so gehen. Schön okay. Am Wasser ein bisschen schlendern im Mondschein. Ist doch auch romantisch. Mhm. Wo ist der Bootssteg? Geradeaus so und dann ein bisschen links oder irgendwie rechts. Da vorne okay. Ist wieder so ein Kuti. Kuti wie bei Mutti. Oh. Wie bei Martha ist Dad. Seitdem erinnert mich alles Seen und Bootsstege an. Oh, da vorne ist ein Jogger. Vorsicht. Oh. Ja, wow, wow, wow. Der hat aber abgespeedet. Aber ich glaube, der will ja auch nur ins Gesicht hauchen. Ich glaube, der... Da ist wieder so einer, der hat so einen Wachposten. Und da hinten ist ein Sirenenmundmann. Was, ein Sirenenmundmann? Ja, du weißt schon, der da so brüllt auf den Stelzen. Achso, okay, ja. Ich werde jetzt den Dude abschießen. Ja, tu es. Bam! Sehr gut. Komm, hier hängen Köpfe. Sehr gut, endlich mal entspannt hier. Ja, aber da ist der Sirenenmann da hinten, ne? Vorsicht. Also der Weg führt jetzt direkt zum Boot. Okay. Oh nee, jetzt sag nicht, dass der losbrüllt da hinten. Ist der laut? Ja, der alarmiert. Das ist wie so ein... Ach so. Oh, da vorne ist wieder ein Pferd. Achtung. Oh, oh, warte, warte, tu es nicht. Oh Gott, nein, 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 nein. Schleich mich an den Gaul. Warte ab, bis der ein bisschen weg ist, weil das Pferd schreit jetzt gleich und dann... Ach du Scheiße. Wow, oh nein, das ist direkt die Lady. Vorsicht, Vorsicht, bleib du hinten. Ihr holt mich. Ihr holt mich, aber du bleibst hinten. Ey, irgendjemand redet hier. Über die alte Mine. Da ist ja das Ritual in der alten Mine. Er hat gesagt, alte Mine ist very close. Bleib jetzt. Oh Gott, war das knapp, bleib ey. Bleib undercover, bleib einfach stehen. Oh Gott, halt war Luft das an, knapp, wirklich. Oh, das war so knapp. Holy moly. Also, wir gehen jetzt zum Bootssteg und dann gehen wir zu Roy's Farm. Das finde ich ist ein guter Plan. Boah, war das knapp, Kizi, ey. So, ich bin wieder hier. Gut. I'm back. Aber das Pferd lebt noch. Ja, shit. Es tut mir so leid. Ist hier noch irgendwas zu looten? Da drüben ist eine Hütte. Lass mal zu der Hütte da gehen. Boah, Hunde. Mann, überall nur laut Schweine. Da ich muss sagen, für so ein 4-Euro-Spiel haben sie sich echt Mühe gegeben. Ja, hier noch ein Schuss. Ich habe jetzt 3 Schuss. Oh, verdammt, tut mir leid. Kann ich dir Schuss geben? Weiß ich nicht. Du bist richtig gekränkt, ich merke das schon. Mann, ich wollte auch einen Schuss. Da oben ist wieder so eine Oma. Achtung, hier ist so eine Vogeloma. Eine Vogeloma. Ja, ey, guck doch, das ist doch ein Vogel. Okay, lauf. Run. Irgendwie abwerfen. Hier, brenn, Vogeloma. Ey, du sollst dir nicht... Ich hab sie abgeworfen. Ach, ich geil. Ich hab hier voll die Vögel. Ja. Geil. Yes. Ich hab hier voll die Fackel in den Mund geworfen. Burn. Ich hab Benzin und eine Sicherung. Nice.
Und einen Text, den du lesen musst. Und einen Text, den ich lesen muss, ja genau. In der Bücherei habe ich das Tagebuch eines Mark Lothark entdeckt. Als Missionar aus Philadelphia erreichte er Massachusetts im 18. Jahrhundert, um das Christentum unter den Ureinwohnern zu verbreiten. In seinem Tagebuch beschreibt Lothark, wie die Stammesältesten einen Pakt mit Nuna Hotan schlossen. Der Stamm opferte Dutzende seiner Leute. Laut dem Tagebuch fand das Ritual in den Höhlen unter Riven Peak statt. Als Opferaltar wurde ein eigens dafür angefertigte Palette aus natürlichem Obsidian verwendet. Aha. Okay. Guck mal, hier ist eine riesige Gabel. Die würde ich einfach mal mitnehmen, die riesige würde Gabel. Würde ich mitnehmen, ne? So, der Oma die Gabel ins Auge stechen. Der dummen Sau. Hast du dies mit den Fackeln getötet? Ja, ich habe einfach die Fackel in den Ja, Poppes geil, geschoben. Dann geht es ja doch. Das ist eine Mine. Oh nein. Das ist eine Mine. Willst du da rein? Ja. Ich hab irgendwie Angst. Ja, wirklich, du willst da rein. Ja, wir müssen ja 100 Pro, irgendwie voll die Todessehnsucht, ich weiß ja auch nicht. Ey, guck mal, da oben leuchtet noch was. Das ist noch kurz. Irgendwas ist da noch. Ah ne, da waren wir, glaube ich, schon im Haus. Okay, komm, lass gehen. Ja, das ist das Haus, das ist die Notiz wahrscheinlich. Burn the Witch, verbrennt die Hexe. Ich habe noch 6 von diesen Schmeißfackeln. Sehr gut. Hier ist ein kleinwüchsiger in dem Ich habe auch noch 6, wir haben voll viel. Hier ist ein kleiner Mann in einem Schrank drin. Was ist das denn? Oh mein Gott, hast du es gehört? Nee. Irgendwelche Folterschreie. Hier ist Klebeband, kann ich damit was machen? Nee. Eigentlich Klebeband ist doch immer geil, sollte man mitnehmen. Gott. Bin ich erschrocken. Ist die Alte hier? Nein. Ja. Wow, guck das mal an. Da hängt ein Torso. Ist das Until Dawn? Ein bisschen so. Kannibalismus wurde hier unten in der Mine betrieben. Oh, ich hab einen Schuss. Nice. Jetzt sind wir echt gut ausgerüstet langsam. Wir sind relativ gut ausgerüstet. Kann man das Radio anmachen? Will man das Radio anmachen? Ich weiß ja nicht. Dieses komische Geräusch, hörst du dieses Reep, Reep? Ich hab so das Gefühl, dass es immer ist, wenn wir zu. Oh, da ist ein Mann, Vorsicht. Ah, hier, voll ins Herz. Yes, voll gut, bevor er geschossen hat. Nice. Er hat nämlich in die Höhle, hat er bewacht. War in dem Raum nichts mehr hinten? Ach, guck mal, drück mal M, drück mal M. Was ist denn das für ein gruseliges Zeichen? Das ist dieser. What? Oh, hier können wir die Beschwörung machen, Gott. Das Ritual aufhalten. Willst du das sicher Ach, du machen? Heilige Kacke, ich weiß nicht. Willst du sicher in so ein Ritual platzen und sterben? Ich fühl mich eigentlich ziemlich ritualfreudig heute. Okay, komm, dann lass gehen. Ich hab nicht meine Ritualunterhose an, deswegen, alles wird gut. Okay, gut. Ich hab auch Ritualsocken an, also. Sehr gut, dann können wir schaffen. Oh Gott. Eieieiei. Das gefällt ihm gar nicht. Das hat ihm mal ins Auge geschossen. Vor allem, richtig ins Auge rein. Vor allem immer so dieser Schuss, so fupp, und dann kommt immer die Reaktion von den Dingern. Das ist so doof. Wo lang? Tiefer rein. Immer tiefer rein. Aber Vorsicht, wie viel Schuss hast du noch? 0. Ich habe nur noch Fackeln zum Werfen. Ich kann Leute abschmeißen mit meinem Zeugs. Guck mal, hier oben ist was. Oben ist irgendwas. Gibt es da eine Leiter? Ich glaube, du kommst hier auch noch hoch. Ah ja, hier ist eine Rampe. Was grummelt hier? Keine Ahnung. Wir machen wahrscheinlich auch schon. Hier nimmst du den Schuss. Ja, ich nehme den. Hä, hey, hörst du das? Irgendwas. Oh, das ist über uns, oder? Sich gerade selbst, ja. Die Frage ist, was braucht man denn fürs Ritual? Monolith, oh, hier, der hier, Finsternis hier. In den Ah, da Mühlen hackt finden. Einer rum da in der Ecke. Willst du den echt warte, ärgern? Warte. Moment. Bam! Yes. Abgeworfen. So, ich glaube, wir müssen da lang und dann kommen wir direkt ins Ritual. Sollen wir nicht erstmal die anderen Sachen abklappern? Da ist auch noch ein Haus. Ja, weiß nicht. Also, wir sind gerade so gut aufgestellt. Aber was ist denn die Aufgabe? Monolithen der Finsternis in Minen finden. Das müssen wir erstmal finden. Guck mal, hier ist ein Kran. Willst du nicht erstmal ins Haus und gucken, ob wir den Monolithen finden, um das Ritual beenden zu können? Naja, deswegen gehen wir mal zu dem Kran dahin, oder? Ich meine... Genau, und danach das Haus. Aber guck mal, hier unten, siehst du, das ist ein Monolithensymbol. Da unten ist er. Okay. Aber da ist doch diese dunkle Wolke drüber. Ich weiß ja nicht, ob wir da einfach reinsteppen können. Nee, ich glaube nicht. Da liegt irgendwas unten. Eine Muni. Hier kannst du doch runter, genau, wo ist die Macht? Ja, ich gehe gerade runter. Also Haus würde ich auf jeden Fall nochmal abklappern davor. In den Hier liegen zwei Sachen. Hier liegt einmal eine Flare. Und nochmal eine Muni, ja. Gut.
Sonst weiter runter geht's ja auch. Es geht noch weiter runter, ja. Sollen wir ganz weiter runter? Aber wie groß ist denn diese Karte? Das ist halt, glaube ich, der Kran, oder? Geh du da mal lang. Ich geh mal runter. Soll ich weitergehen? Weiß nicht, wenn wir uns jetzt trennen, also... Ich bin vorsichtig, gucken, ob da irgendwas kommt. Sei sehr, sehr vorsichtig. Ja, versprochen. Boah, ist halt echt riesig, ne? Das ist riesig, ja. Es wird auch ein sehr langes Video, ne? Ist doch geil. Haben die Kids richtig was zu glotzen. Richtig was zu glotzen hier, ne? Die kleinen Stinker. Okay, hier ist dann nochmal ein Höhlendurchgang. Oh cool, ich hab wieder eine Muni. Ich hab 3 Schuss. Ich hab 2. Ich hab 3. Geil. So, okay, hier sind irgendwelche... Hä, komm ich jetzt bei dir raus? Bist du das da hinten? Ne, das ist so ein Kuttendude. Warte mal, ich muss den abschooten. Ein Kuttendude. Ich glaube, das ist unten bei dir, oder? Das ist voll der... Oh nö, da ist wieder so eine Bird-Oma. Bei dir? Also hier oben ist deutlich friedlicher. Ich kann aber, du kannst hier hochkommen zu mir. Ja, warte mal, ich muss erstmal gucken. Oh. Soll ich sie abknallen? Knall sie ab! Stopp fürs Maul! Es geht aber schwierig. Ja, lass es, weiter mach ich's. Ich mach's. Was? Sie hat mich totgebrüllt! Sowas geht? Okay, ich bin. Ich bleib mal, wo ich bin. Bleib mal genau da, wo du bist. Ich könnte sie, glaube ich, von hier oben treffen. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube, du kannst sie gleich auch umbringen. I got the key. Noch ein paar Sekunden. I got the keys, 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 keys. So. Bist du wieder da? Ich bin wieder da, aber die Oma lebt auch noch. Moment. Wieder am Leben. Oh Gott. Ah, ich treff sie da nicht. Nein! Die ist untouchable da oben. Boah, ist die ekelhaft. Ich renne einfach weg. Gut. Jetzt habe ich meinen Schuss vergeudet. Ist nicht schlimm. Komm zu mir hoch. Gibt's da unten noch irgendwas bei der Oma? Hä, sind das 2 Omis? Nee. Da hängt voll der Typ. Ja, aber da unten ist noch ein Weg. Hm. Oh. Ich komm hoch zu dir. Ja, ich warte mal hier auf dich. Da ist wieder eine Kiste. Aber mir oben ist halt gar nichts. Ich hab's hier richtig easy. Da ist wieder einer, aber der ist ganz weit weg. Ah, der kommt jetzt. Genau, das heißt, wenn du zu mir kommst, haben wir hier einen Gegner und dann haben wir noch eine Kiste. Genau, wenn die Geschwister dir dein aufgehobenes Essen wegfunden, be like, Wissen du jetzt? Lauf einfach gerade weiter. I'm running. Was ist das jetzt schon wieder? Das ist die Spinne. Genau, sehr gut. Boah, ich höre die. Ist sie über uns? Boah, das der trampelt. Richtig widerlich, ja. Richtig gruselig. Oh ja, krass. Boah. Ist schon cool gemacht, das Spiel. Vor allem, wie viel hat es gekostet? 3 Euro? 4 Euro, 4 Euro. Wahnsinn. Okay, da vorne leuchtet jemand. Ja. Musste weghauen. Ja, ich knall den ab. Warte mal ab. Der geht, glaube ich, ran gleich. Und dann... Nee, hau ihn lieber weg. Ja, nice. So. Bam, bam, bam. Ist da drin? Öl. Benzin. Ich habe jetzt halt nur noch 4 Fackeln. Ich kann noch 4 mal Ich habe noch 6 Fackeln. Soll ich dir geben? Komm mal her. Ei! Wow. Warte, und dann steht er einfach doof da und macht nichts mehr. Ne, jetzt hat er keine Bewegung mehr. Hier, nimm meine Fackeln. Ja, komm mal die Fackeln. Ja, dann nehme ich die. Nice. Das ist halt die Frage, 9. Wo lang gehen wir? Auf der Karte hier ist ja eigentlich da oben nix. Ist irgendwas. Wenn wir da hochgehen, ist da was. Guck mal, wenn ich jetzt den Gang gehe, dann kommen wir da hin zu diesem komischen Symbol, was auch immer das sein soll. Eine zerberstete Bahnschiene oder sowas. Okay, lass es mal machen. So. Irgendwie haben wir uns, glaube ich, gerade verloren. Ja, warte mal hier. Was ist das hier? Wie kommt man hier rüber? Ich glaube, hier ist Dead End. Ich schaue mich hier nochmal um. Sonst würde ich auch noch gern zum Haus gehen. Ja, das Haus sollten wir uns definitiv angucken, ja. Das ist halt einfach eine Neverending Story hier, ne? Ja. Ich habe wieder das gefunden. Oh, ich habe einen Schuss gefunden. Sehr gut. Ich laufe jetzt mal so in deine Richtung. Wir treffen uns irgendwie in der Mitte. Ja. Oh, hier ist noch ein Schuss. Ich habe auch noch... Ah, dann du den.
Guten Tag. Hallo. Hallo. Weißt du, was mir heute aufgefallen ist? Kleine Kinder machen doch immer so. Ja. Gell? Und dann lachen die so und dann freuen sich die Erwachsenen immer. Aber eigentlich hört es sich voll ätzend an, weil wir hatten nämlich, als wir im Restaurant waren, war die ganze Zeit ein kleines Kind, das hat immer gemacht. Ich glaube, es war krank, Knu. Also ist nicht witzig. So, hat's gemacht, dann hat sich's verwandelt. Guck mal, da gibt's noch einen anderen Ausgang. Siehst du das? Lass uns den mal anschauen, ja. Lass uns den mal anschauen. Ist das der Weg zum Ausgang? Nein. Nee, das ist nur eine Spalte. Ich wollte dich nur testen. Ich will wieder was stampfen. Und danach gehen wir zum Haus. Wieder. Warte. Burn ihn. So geil, weil es kommt halt einfach keinen Sound, wenn du schießt, ne? Es passiert einfach. Es ist ja nur eine Fackel. Ja, wo sind wir jetzt? Uff, nee, es ist kein... Ist das der Ausgang? Ich glaube, da kann man runter. Ja. Oh ja, tatsächlich. Aber wie kommen wir da wieder raus? Ich glaube, wir kommen hier nie wieder raus. Wir kommen hier nie wieder raus. Wir müssen okay, das Ritual ritualisieren. Dann müssen wir das Ritual machen. Lass mal zum Haus gehen. Ist ein weiter Weg zum Haus, ja. Let's go. Hier lang irgendwo? Wo geht's hier lang? Ja, hier ja, kann man auch. Machen wir das wieder so ein Kutus. Mann mit Robe. Sehr gut. So ist tot. Bam, die Höhle gehört uns. Die regieren wir jetzt, ja. Und das Gold darin gehört uns auch. Geil. Alright. I got a key. So. Ich bin mal gespannt, wie das Ritual ist, was man ich, da so machen ich muss. Ich habe so Angst, dass wir reingehen und direkt sterben. Deswegen würde ich sagen, einer geht rein. Und der andere wartet. Und genau. Ich brauche dann zwei Hände für, also vier Hände fürs Ritual. Ja, das gucken wir gleich mal. Aber wenn du tot bist, kannst du ja wieder spawnen, weißt du, deswegen. Oder Moment, einer jetzt von geht's uns. Hier runter. Ja, genau. So, Vorsicht, aber hier kann es wieder gefährlich werden. Und da links ist ja auch direkt das Ritual. So, dann müssen wir hier irgendwie lang. Nee. Hier lang? Ja. Und dann hier lang? Ja. Hier. Was war das für ein Geräusch? Hast du gerade gehört? Klang wie ein Messer. Ja, wie ein Messer. Vorsicht. Dass hier auch noch irgendwelche Fallen gibt. Wir sterben beide. Oh, was war das? Das ist wieder nur das Monster. Das mit Spinnenmonster. Hier ist eine Kiste. Moni, eins, Moni, zwei, Moni. Drei. Und hier ist auch das Haus, Sicherung. Oder? Sicherung ist drin. Wir haben jetzt so viele Sicherungen. Kannst das ganze Dorf zum Leuchten bringen. Hier ist das Haus, ja. Na, hier. Hier, oder? Hier. 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 Oder oben? Guck mal, hier kann man das so hoch. Ne, hier geht's zum Ritual. Hier. Den hat's erwischt. Den hat's richtig. Ah, da gibt's ja dann gar nichts. Nö, ja, gibt's nichts. War das wahrscheinlich so ein Haus? Es sollte wahrscheinlich. Es war mal irgendwie so ein Lager. Also willst du zum Ritual? Ja. Ich gehe jetzt eiskalt zum Ritual. Die Schnauze voll. Wow! Gut gemacht. Ja, ich hab's gebrannt. Alles gut. Noch einen Schuss und sieben Fackelis. Sehr gut. Wo geht's hier lang? Fackelis. Oh mein Gott. Uff, schau das mal an. What? Das Spiel ist ja richtig aufwendig und abgedreht. Oh, nice. Look at this. Dunkle Zeremonie stoppen. Wie stoppe ich die denn? Keine Ahnung. Hingehen hier, und hier, Maul oder? Geben, oder was? Ich weiß es nicht. Nee. Willst du zuerst gehen, oder? Ich schmeiß denen jetzt alles entgegen, was ich hab. Aber hier muss man rüberspringen. Achtung, Vorsicht. Ah! Oh, war das knapp. Aber kannst du das schaffen? Versuch's mal zu schaffen. Ich probier's. Wenn's einer kann, dann ich. Bringt das was? Ja. Ja? Oh ja, nice. Ja. Ich brenn sie. Nochmal, nochmal, brennen, burn. Nein, ich bin tot. Ja, ich hau mal ab. Okay, okay, bleib du da. Und wenn ich wiederkomme, hau ich den nächsten weg. Okay, das heißt, das ist der Endboss, ne? Keine Ahnung, was dann gleich passiert. Ich mache jetzt nur seine Diener erstmal kaputt. Vielleicht kommt dann der alte Gott. Das sieht ganz schön nice aus, ne? Sieht richtig gut aus für 4 Euro, ne? Ja. Wann machen wir unser erstes eigenes Spiel? Boah, ich hätte so Bock, ey. Ich hab so mega Bock das darauf. Das wäre richtig cool. Aber wir brauchen Entwickler. Entwickler, meldet euch! Arbin! Oh mein Gott, da kommt irgendwas raus! Nice, so nice, nice! Händen und so. Was ist das? Haben wir es geschafft? Yes! Wir haben es geschafft! Yes! Das war's! Ich sehe dich nur Moonrock laufen. Ich stehe da oben. Jetzt sehe ich auf einmal wieder irgendwie Monolith. Vor langer Zeit.
Als es noch keine Menschen in diesem Land gab, fiel ein schwarzer Monolith vom Himmel. Er brach viele Meter in den Boden und blieb an dem unterirdischen Strom stehen. Jahrhunderte wartet er in der Dunkelheit auf seine ersten Gäste. Weiter. Vor 300 Jahren fand ihn ein indianischer Stamm. Aus dem Inneren des schwarzen Steins waren Stimmen zu hören. Diese Stimmen machten die Menschen verrückt. In den darauffolgenden Jahren geriet der gesamte Stamm in Raserei und verschwand spurlos. In den 1980er Jahren wurde der Monolith von Bergleuten aus Danville wiederentdeckt. Die gesamte Bevölkerung der Stadt stieg unter die Erde, um auf den seltsamen Stein mit seinen knochigen Händen zu starren. Dann wurde der Monolith erneut lebendig. Die Bewohner erlagen den Stimmen aus dem Stein und begannen ihm zu dienen. Diejenigen, die den Gottesdienst durchführten, trugen die Roben der Kultanhänger. Durch die Kommunikation mit den Monolithen begannen sich die Körper unter den Roben unwiderruflich zu verändern. Nach vielen Jahren des Dienstes verloren die Anhänger ihre menschliche Erscheinung völlig. Aber den Monolithen war dies nicht genug. Nachdem er die Lebenskraft seiner Anhänger aufgesogen hatte, schuf er aus mehreren menschlichen Körpern ein schreckliches Monster. Dieses konnte sich unter der Erde bewegen und jagte jeden, der versehentlich in diese Wälder geraten war. Sie konnten den Monolithen finden und die Kultanhänger töten, die ihm ihre Lebenskraft gaben. Sie widerstehen den Stimmen, die aus dem Inneren des schwarzen Steins zu hören waren. Endlich ist das Geheimnis des Ortes gelüftet und die Finsternis beginnt zu schwinden. Yes. Ende. Hier, verbanne die Dunkelheit. Sie haben die Dunkelheit gebannt und überlebt. Das beste Ende von allen, oder? Ja. 1 Stunde 26. Boah, krass. Abschluss. Kiestro überlebt, Knu überlebt. Voll gut, ey, Kisi. Wir haben es geschafft. Nice. First try, ja, aber auch Freunden so. Geholfen. Wir haben Freunden nicht geholfen. Bewegungslos. Bewegungslos bedeutet, dass wir halt nicht eine halbe Stunde nur rumstanden, ja. Anzahl der Sprünge. Witzig, was da alles steht, ne? Zurückgelegte Strecke, einfach mal 7 Kilometer. Boah. Schaden durch Stürze 0,39. Ja, das habe ich jetzt aber überlesen. Begegnung mit der Hexe, 6 und 2. Siehst du, die Hexe stand brutal. Ja, aber voll. Wege mit Begegnung Sprössling. Mit Sprössling, was waren das wohl? Die Jogger bestimmt. Ja. Lärm gemacht. War deutlich lauter. Ja, Kisi, da siehst du mal. Ja, aber es war cool süß, eigentlich so, ich ne? bin stolz, sagt er. Oh, es war eigentlich richtig cool, das Game. Ich fand's auch cool. Fand ich cool. Ja, Leute, ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da und empfehlt uns weitere Horror-Koop-Games. Wir spielen jetzt noch ein mega geiles, werdet ihr auf diesem Kanal finden. Ich freue mich sehr und checkt auf jeden Fall Kiestro ab. Tut es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.